Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Ildiko. Heute mal ein Thema über das Thema Paraphysik. Und zwar möchte ich euch mal ein Thema zeigen, den viele halt noch gar nicht so recht kennen. Bitte wundert euch nicht, ich habe einen kleinen Kollegen neben mir am Sitzen. Er ist bald 4 Jahre alt und der ist fleißig am Schreiben. Hier mein Kollege. Er sieht bei mir ein bisschen im Büro ein bisschen chaotisch aus, aber ich hoffe, das ist nicht so dramatisch. Ich bin auch eine alleinerziehende Mutter und voll im Stress. Aber es gibt ja im Bereich der Paraphysik eine Transkommunikation. Ja, so nennen auch einige Wissenschaftler. Es gab schon so interessante Professoren, die in dem Bereich geforscht haben. Und Transkommunikation funktioniert so, dass man dann mit verstorbenen Personen halt sich in Verbindung setzen kann. Es funktioniert tatsächlich. Ich mache was Ähnliches, aber halt vorwiegend halt mit Bildern. Ich habe aus meiner Familie, hast du schön gemalt? Ja, lass mich mal gucken, was du Schönes gemalt hast. Alles schön, lauter Figürle, ja. So, jetzt gehen wir mal erstmal halt im Bereich Bilder, weil ich habe schon mal so ein paar Bilder halt vorbereitet. Ich muss nur halt dementsprechend halt die wichtigen Bilder raussuchen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die so schnell finden werde. Ich gebe mir Mühe. Wo habe ich denn das jetzt überhaupt abgespeichert? Habe ich das? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bild speichern. Ich glaube nämlich, dass ich das halt falsch gespeichert habe. Okay, das kann, ja, das sieht so demnach aus, dass ich das im Bereich Dokumente abgespeichert habe. Ja, exakt, hier ist es. Also, wir machen halt mal eine Sichtprobe. Vorher mache ich aber erstmal dunkel, das ist ganz wichtig. Dieses Foto hat das Mädchen selbst gemacht gehabt, ja. Dieses Mädchen ist jetzt anonym. Wir sagen da keinen Namen dazu. Ich habe durch mein geschultes Auge zwei Persönlichkeiten entdeckt gehabt in dem Foto. Einmal habe ich hier was entdeckt gehabt. Das sind ungefähr so zwei sehr wahrscheinlich. Und hier habe ich halt auch noch mal was. Ja, die Mama, die. Hallo, hallo, genau richtig, exakt. Wer ist denn Baba? Wer ist denn Baba? Kenne ich nicht. Also vom ersten Blick her sieht man natürlich halt gar nichts. Das ist auch ganz normal, ja, weil viele haben kein geschultes Auge dafür. Ich sehe hier ganz spezifische Konturen, ja. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, ich sehe hier Augen. Irgendwie sehe ich hier ganz spezifische Konturen. Stefanie. Ja, danke. Ja, ist schwer zu sagen. Also, das kann man so erstmal vom ersten Blick her nicht sagen. Dunkle Bilder sind die perfektesten Bilder, um dann filtrieren zu können, ob man da vielleicht halt doch noch mal was sehen könnte. Wir wollen mal gucken, ob wir hier was sehen können. Ist halt schwierig. Also, ja, erstmal vom ersten Blick her ist es schwer zu erkennen. Das ist ja auch klar. Es sind ja ein paar weitere Fotos gemacht worden von ihr. Das hat sie ja selbst geschossen gehabt. Okay, hier sehe ich aber ein Gesicht, zwei Augen. Also hier ein Auge und da ein Auge. Ob das der Wahrheit entspricht, das sehen wir erst nachhinein. Und hier sehe ich einen Alienkopf. Moment, Mikrofon so ein bisschen ziehen. Also, hier sehe ich halt einen Alienkopf hier an der Stelle. Ist halt 4D, ne? Wir sind halt in 3D-Dimension und die leben entweder in 4D oder in 5D. Bei mir geht das ganze Programm hier auf Englisch. Bitte nicht wundern. Ich nehme aber als erstes halt das Foto hier, ne, was ihr auch vorher schon gesehen habt. Open. Muss aber auch erstmal gucken, halt, wie der Pixel ist, weil ich weiß überhaupt nicht, ob es ein kleines Bilddokument ist oder ob es halt aus klein.
Ja, ich werde mir Mühe geben. Ich weiß nicht, ob ich halt irgendwie das so hinkriegen werde. Naja, gut. Wenn der Pixel halt sehr klein ist, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Also wir gehen erstmal halt hier auf Zoom. Ja, genau, mein Engel. Auf Color. Nehmen wir mal die Kurve als erstes. Da, wo nämlich halt der höchste Punkt ist von diesen Farbfrequenzen, gehen wir als erstes nach oben und seitlich halt nach unten. Dann müssen wir halt immer passend gucken, ob es geht oder nicht. Da steht was da hinten. Schon ganz interessant, als ob es einen Körper hätte, aber das werden wir noch sehen. Oder es kann sein, dass wir dunkel machen müssen. Stefan, hör auf. Ja, mein Chef. Mein Kleiner. Das ist nicht einfach. Also ich sag euch, das ist wirklich halt ein sehr schwieriges. Da muss man lange dran arbeiten, um herauszufinden, ob man da was sieht oder nicht. Aber man sieht auf jeden Fall auch eine Wolkenkonstrukt halt mit irgendwelchen Wesen. Nein! Was heißt Baba? Qu'est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Hey! Ah, hier sieht man ein erstes Gesicht im Hintergrund. Ja. Ist noch nicht so ganz fertig. Da gehen wir mal unten im Bereich Color, im Bereich Kontrast. Aha, sehr schön gemalt. Mach weiter, dann wird es besser. Schwer zu sagen. Doch, da sieht man, was da steht, was mit Körper sogar. Oh je, das ist was Dämonisches scheinbar. Nein, heller geht. Doch, heller kann man ein bisschen machen. Es hat einen Riesenschädel auf jeden Fall. Ein bisschen weniger. Es ist nicht einfach. Man braucht Übungen, zum Teil aber auch ein Fingergefühl für sowas. Manchmal hat man Tage, dann kriegt man es hin, manchmal nicht. Shadow and Lights. Mal gucken. Inwieweit kann man denn ein Mikrofonkabel stört? Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Wir testen erstmal. Ansonsten gehen wir auf Cancel. Ja, müssen wir Cancel, hat keinen Sinn. Da gehen wir am besten halt noch mal unter der Kurve. Oh, das ist echt schwer. Das kriegt man nicht gescheit hin. Vor allem mein Stativ ist kaputt gegangen. Das ist so ähnlich wie wenn ein Arzt mit einem Ultraschall arbeiten muss. Da muss man auch hin und her gucken. Sieht man da jetzt was, sieht man nicht? Kann bald hier den Stativ nicht mehr halten. Stativ ist ja schon so kaputt. Möchte jetzt halt das hier nicht gefährden. Ich gehe mal kurz auf Pause. Achso, ich bin jetzt wieder da. Also hier sehe ich auf jeden Fall einen Mund, ein Auge, noch ein Auge. Aber das sagt mir noch nicht viel aus. Stefan, runter.
Lieb sein. Oh ja, jetzt sieht man es wesentlich besser. Seht ihr das? Das Gesicht? Auge, Auge, Mund. Ja, wobei, man kann es auch als Schnauze nennen. Aber auf jeden Fall, der Kieferstruktur ist ganz anders. Das ist nicht wie bei uns Menschen. Und das Auge hier, was man hier sieht, das ist nicht menschlich. Also man sieht das schon halt irgendwie, na, ich weiß nicht. Aber es gibt auch Aliens, die so affenförmig wie... Es gibt so spezielle Affen, die halt so ganz spezifische Ja, das machst du toll, mein Engel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das euch erklären soll, aber auf jeden Fall ist hier der Schulter, hier auch und hier die Arme. Und hier ist diese Wolke zu sehen, wobei das keine Wolke ist. Das ist halt von der Sonne, diese entsprechende Strahlen. Aber Esoteriker sprechen halt auch von irgendeine kosmische Wolke, die, wo auch die Dämonen zu sehen sind. Ne? So, jetzt einfach halt mal wieder zurückzoomen. Gehe jetzt mal auf Cancel. Warte, Stefan. Na, ihr seht es nochmal auf Dunkel. So, jetzt gehen wir... Oh, das wird jetzt kompliziert. Color Balance. Ich weiß nicht, ob ich das nutzen kann. Magenta brauchen wir nicht. Wir brauchen weniger. Green. Probieren wir mal. Green Color. Ich weiß nicht. Level. Nein, das war auch nicht. Ich gehe immer im Bereich Color, ne? Also damit ihr dann Bescheid wisst. Ich suche halt noch den passenden. Da ist auch ein Auge hier im Hintergrund zu sehen. Da kann man nicht viel machen. Schaut es denn hinten am Kopf aus? Boah, da sieht man es jetzt aber richtig deutlich hier, ne? Vom ersten Blick her. Ich gehe mal auf OK. Ich markiere das jetzt mal. Gehen wir mal auf Color nochmal. Da sind zwei Wesen auf jeden Fall zu sehen. Hier ist ein Kopf noch zu sehen, ganz spezifisches mit Reptilienaugen, ufologisch kann ich es noch nicht deuten, was da im Hintergrund zu sehen ist, aber es sind auf jeden Fall zwei. Moment. Nein. Machen wir so, dann gehen wir auf OK, Color. Ach nee, falsch. Also im Bereich Color, Brightness und Kontrast. Wieso kriege ich das denn? Ich habe Level überhaupt nicht. Ich habe ein Virus übrigens in meinem Computer. Den habe ich nicht so lange in meinem Computer. Nee, falsch.
Hier sieht man den Kopfschädel, ne? Die Konturen von diesem Kopfschädel auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Nee, Kolortemperatur nicht. Oh, das wird kompliziert. Lightness. Jetzt sieht es aus wie ein Hund, ne? Ist es aber nicht. Moment mal, weiter gucken. Ich gehe mal wieder auf die Null zu. Mal mit den Rot weniger Situation Hue. Wobei, doch, das könnte schon ein Hund sein. Vielleicht hat da mal jemand gelebt gehabt mit dem Hund. Das kann auch gut sein. Und der Hund ist dort geblieben. Jetzt sieht man tatsächlich ein Terrier. Das sieht aus wie ein Terrier. Moment, wir wollen jetzt mal weiterschauen. Doch, das sieht aus wie ein Terrier. Seht ihr das? Wie ein Terrier. Als ob da jemand einen Hund hatte, der zu der Zeit mit dem Hund in diese Wohnung gelebt hatte, ne? Hier die Schnauze, da die Augen. Und hier dann die Schlabberohren. Seht ihr das? Ja. Na, schade, dass halt das Fotodokument halt sehr klein ist, weil da hätte man vielleicht sogar, wenn der Pixel größer, also von der Größe her größer gewesen wäre, hätte man wesentlich mehr Konturen rauskriegen können, weil hier ist ja extrem verpixelt. Aber trotzdem sieht man halt zwischendrin halt noch irgendwelche Kontrast. Ja, das sieht nach Hund aus. Doch, tatsächlich, ein Terrier oder sowas. Ja, also das sieht sehr nach einem. So dackelförmig, weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen kann. Warte mal, vielleicht könnt ihr mir folgen, wenn ich jetzt selber hergehe per Google. Warte mal, ich muss mal die Kamera ein bisschen kleiner machen. Schreibt mal jetzt mal Dackel. Ja, so ähnlich. Also ich bin mir nicht sicher, ob das. Ja, so ähnlich wie der hier, nur halt im Braun vielleicht sogar. Der hier. So ähnlich sieht irgendwo dieser Dackel aus. Ich brauche keine Angst zu haben übrigens, ne? Weil das sind auch Lebewesen, so wie wir auch Lebewesen sind. Also es kann sein, dass damals in diese Wohnung jemand gelebt hatte, der einen Dackel hatte. Also so ein Tier wie hier in diesem Bild. Ne? Das sind wunderschöne Tiere. Ah ja, wer weiß. Also man weiß es ja nicht. Es kann alles gut sein. Also Dämon ist es halt nicht, ne, dieser Dackel hier. Dieser Kontur spricht halt auch schon für einen Hund. Ne? Ja, diese Kontur hier, wie wir das dann natürlich auch hier haben. No. So. Also. Ich muss jetzt erstmal kurz mal das so machen. Ja gut, ich tue es jetzt erstmal abspeichern. Export as picture. I take it here. Export. Schön, endlich mal mein Tier. Das gibt es auch, ja. So, jetzt möchte ich gerne mal. Okay, das würde gehen. Nehmen wir Pink am besten, damit ihr es besser sehen könnt. Wieso habt ihr denn zweifarbig?
Komisch. Kann ich jetzt mir nicht erklären. Egal. So, die Konturen, die ich gerne euch zeichnen möchte, anhand von meinem Programm, was ihr hier seht. Muss mich erstmal halt fixieren. Also hier fange ich an mit dem Kopf. Zack, hier. Dann habe ich hier einen Kontur. Hier einen Kontur. Hier einen Kontur. Hier einen Kontur. Das kann ein Teil des Körpers sein. Hier ein Kontur. Hier ein Kontur. Oh, jetzt wird es schwierig, weil hier sieht man kaum was. Aber hier sehe ich was. Hier ist dunkel, da ist heller. Das kann vom Ohrlappen sein. Hier. Da. Ah, jetzt wird es kompliziert. Ein geschultes Auge. Hier ist der Kontur. Jetzt habe ich ihn entdeckt. So. Hier. Hier. Hier ist die Schnauze. Es muss wohl ein hellerer Dackel gewesen sein mit dunkler Nase. Auf jeden Fall. Hier das Auge. Das Auge. Seht ihr das? Das Auge? Hier das Auge und da das Auge. So, jetzt tue ich mal die eine Markierung wieder weg. Muss aber erstmal gucken, wo hier der... Wo haben wir denn hier nochmal bei dem Gimp hier die... Achso, das gibt es nicht. Da muss man halt hier ran. Ja, ist nicht dramatisch. Kann man beim Undo... So, jetzt seht ihr es wieder, ne? Das ist auch ein Teil von Paraphysik, auf jeden Fall. So, um das abzuspeichern, da gehe ich einfach beim Export S. Ja gut, ich habe das mir weitergeleitet gehabt. Einmal mal kurz nach hinten. So, ich tue jetzt mal wieder zurückzoomen. Unterstrich V für Veränderung. Weil verändert ist es ja. Aufgrund den Licht- und Farbfrequenzen. Ich habe nichts kopiert gehabt und nichts beigefügt. Ja, das heißt, ja, wenn ich dann halt hier beim Edit, jetzt ist alles auf Englisch bei mir, aber ist nicht so dramatisch, auf Kopie gehe und dann später per Paste. Paste heißt nichts anderes wie einfügen auf Deutsch. Habe ich nicht gemacht. Ja, ihr habt das selbst gesehen gehabt, dass ich halt mit Color gearbeitet habe, im Bereich, also hier in der Menüleiste. Und mit dem Bereich Kurve, Brightness und Kontrast. Brightness heißt Helligkeit und Kontrast. Shadow Highlights oder Color Balance gibt es auch die Möglichkeit, da ein bisschen irgendetwas zu bewirken. Oder hier beim Color, da haben wir auch hier... Nee, das ist halt weniger. Das hier, genau. Da könnt ihr auch mit dem hier noch zuzüglich halt mitarbeiten. Ihr müsst immer testen, ausprobieren auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ja, ist dein Seelengefährte da. Der kleine Wauwau. Moment. Ja. Oh Mensch. Ein hübscher welcher. Ja. Ja, das ist Paraphysik, ne? Das sind Frequenzen, ja, die einfach, wie soll ich, oh, jetzt hast du das Mikrofon bewegt. Das sind Frequenzen, die einfach, wie soll ich sagen, auch aus den 4D-Dimensionen in unseren 3D-Dimensionen halt auch wiederkommen, ja. Und auch Verstorbene habe ich halt gesichtet gehabt. Also gerade bei mir, weil ich lebe ja vor dem Friedhof und da habe ich wesentlich mehr Besuch aus deren eigenen Reihen. Und ja, da kann man viele Experimente rein mit Computer machen, um dann zu gucken halt, welche Individuen ja hier vorhanden sind und die leben, die existieren. Es gibt ein Bewusstsein halt nach dem Tod, ja. Und diese Transkommunikation, das ist ein Teil auch davon. Ja, man kann durch die Hochtechnologie tatsächlich halt
die erfassen. Wenn ich jetzt halt noch mal das Originalfoto nehme, anonymerweise, Moment. Nein, das will er nicht. Warum? Echt, das ist so nervig mit meinem Rechner. Den habe ich nicht sehr lange. Ich habe den schon seit Anfang Dezember und schon hat er ein Virus. Der mokiert ohne Ende und der arbeitet nicht so wie halt damals der Windows 10. Mir ist eigentlich ehrlich gesagt der Windows 10 tausendmal lieber. 7 meine ich. Der Windows 7 ist mir tausendmal lieber als der Windows 10. Mein Computer macht, was er will. Und damals konnte ich mit Windows 7 rumbewegen, links, rechts und keine Ahnung was, ne? Und das ist halt hier nicht möglich. Also hier ist der Dackel auf jeden Fall. Wir haben das jetzt durch diese entsprechende Analyse herausgefunden gehabt, dass tatsächlich halt der Dackel da auch zu finden ist. Ne? Bitte seid ein bisschen nachsichtig. So. Machen wir kurz mal den Stativ weg. Ich tue das jetzt halt mal so und schließe erstmal. Gespeichert ist es ja. Jetzt wollen wir mal uns mal diesen Bild mal anschauen. Da oben sehe ich halt was. Auf jeden Fall. Wenn ich mich nicht irre, auch hier oben. Ja. Das sind geschulte Augen, meine Lieben. Man kann es vom ersten Tag halt nicht. Ich habe auch erst mal ein paar Tage gebraucht gehabt, bis ich dann irgendwann wann es erkannt habe. Also hier sieht ihr zum Beispiel halt, hoppla, halt jetzt zu dunkel. Die Kamera erfasst das gerade sehr schlecht. Hier ist ein Verstorbener sogar zu sehen, mit einer Lippe, Nase und Auge. Na, was ist jetzt? Zoomst du mal richtig? Die Augen müssen sich dran gewöhnen. Ja, also irgendwann wann speichert das Gehirn auch die Informationen ab, dass da was zu sehen ist. Ansonsten, wie gesagt, halt per GIMP könnt ihr das machen. Ja, ich habe Windows 10. Ich tue jetzt halt mal nochmal den Stativ anbringen. Ja, Stativ ist auch nicht mehr halt das, was es mal war. Ich möchte kein spezielles Programm verwenden, um jetzt halt diese Bilder zu analysieren, weil es da halt keine brillanten Effekte manchmal gibt. Manchmal ja, manchmal nein. Das ist schwierig, weil das hat was mit den Frequenzen dann auch zu tun. Ja, die Physik stößt auch hier manchmal an seine Grenzen. Nee, das habe ich jetzt nicht wollen. Ich brauche kein Save, ich brauche Open. Dann gehen wir unter Documents, weil ich das ja dort auch abgespeichert habe. Convert. So, wir gehen erstmal unter Kurve. Mal auf rechts. Das ist sehr interessant. Nein. Under Covers. Okay, noch einmal. Meine Nase kitzelt. Das hat auch eine Bedeutung. Mund, Nase, Auge. Ein bisschen drehen. Der guckt seitlich direkt. Wobei hier ist auch noch mal ein Gesicht mit Hals und schmalen Oberkörper.
Auf jeden Fall ist hier ein... Wobei, die Köpfe sehen ganz komisch aus. So irgendwie oval, aber ganz komisch oval. Gehen wir mal auf das da. Jetzt mal auf Kontrast. Nicht doch. Schwer. Manchmal habe ich Fingergefühle dafür, manchmal nicht. Okay, machen wir so. Schwer, schwer, nicht einfach. Na, manchmal kann es auch irgendwie vermasseln. Cancel. Ich sehe, dass der Computer sich auf ganz was anderes sich konzentriert. Dann machen wir das auf eine andere Art und Weise. Und zwar so. Weil das ist hier die Ecke, die ich halt kontrollieren möchte. Gehe ich nochmal auf die Kurve. Ja, so. Schwierig. Nicht einfach. Also, wie gesagt. Du, was willst du mit der Tüte hier? Nee, das ist falsch. Was war das denn nochmal? Achso, nee, das war das Falsche. Was die Oma beklaut. Die Oma beklaut, wie süß. Ja, ja, ja. Also, dann gehen wir mal hier nochmal. Huge Chrome. Auch nett. Black Level, weniger. So was. Auch nett. Auch nett. Cancel. So kommen wir nicht aneinander. Okay, nochmal Color Balance. Shadow. Okay, warte mal, jetzt muss ich mal nachdenken. Wir haben Rot, Grün und Blaufrequenzen mit Gelb. Gehen wir mal ein bisschen mehr. Nee, auch nicht. Das ist schwer, das ist echt nicht einfach, weil manchmal kann man sich vertun, manchmal auch nicht. Aber man kann es schaffen. Blue. Au, falsch. Nee, gehen wir wieder auf Null. Auch nicht. Gehen wir auf Null. Middletown, was sagen wir denn hier? Was sagen wir? Auch nicht. Ah, schwer. Bis wir das herausgefunden haben. Nein. Auf Null. Blue. Schlecht, schlecht, schlecht. Keine Wirkung, null Wirkung. Highlights. Hat auch keine. Yellow, blue. Nee. Nee. Echt schwer. Shadow Color,
Adjustment. Highlight. Der hat nicht, nein, kann man nicht. Schwer. Na, jetzt komm, zeig dich. Du wunderschönes Wesen aus den 4D-Dimensionen. Wird schwierig, manchmal ist nicht... Ah, total verpixelt. Cancel. Ah. Cancel. Da ist ein Gesicht zu sehen, deswegen will ich den auch erfassen. Bitte, 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 das muss klappen. Boah, das ist... Ich weiß nicht, aus welcher Dimension dieses Wesen kommt, aber auf jeden Fall... Ist doch nicht ganz. Nee, mir kommt mir das bekannt vor. So was habe ich ja auch schon gesehen gehabt in Bogojewe. Ihr Mund, da der Kiefer. Das ist aber nicht aus der 4D-Dimension. Ah, ah. Wobei, es hat genau den gleichen Kieferkund, also Struktur wie das Mädchen, wo sie sich abfotografiert hatte. Können auch Urahnen sein aus dem Totenreich. Ja, ich sehe eine weibliche Person, aber ja, es ist ein weibliches Gesicht. Also passt mal auf, hier habe ich ein Auge, Nase, Mund, hier der markante Kiefer und Haare, schwarze Haare vor allem halt. In den meisten solch analysierte Fotos habe ich meistens halt immer nur ein Auge gesehen gehabt, anstatt zwei Augen ein Auge. Sieht man sehr schlecht, man braucht Zeit. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja. Cancel. Vielleicht habe ich ein anderes Foto am Parat, wo man dann solche Experimente machen könnte. Apropos, vor kurzem habe ich ein Hologramm entdeckt. Und zwar hier in dem Bereich. Hier ist ein weißer Strich da und so weiter. Hier sieht ihr es auch nochmal richtig dolle. Das da ist... Ah, das wollte ich nicht zeigen. Muss ich auch einiges wieder löschen. Was kann ich denn hier nehmen als Beispiel? Paraphysik, mal gucken. Ach so, ja genau. Am jenen Morgen, wo ich aufgestanden bin, um mein Testfoto zu machen, als ich auf die Toilette gegangen bin. Ja genau. Da habe ich nämlich halt was gesehen gehabt, und zwar Augen, während ich dann fotografiert habe, das war klar.
Echt, das ist so doof hier mit meinem. Dieser Virus, der hat mich richtig geärgert und das, der ärgert mich bis nach Bagdad. Aber Mama Ildiko, die hat nämlich halt eine Idee. So, hier habt ihr zum Beispiel mal das Originale teilweise. Teilweise, weil es nämlich halt markiert hatte. Mit dem Smartphone. Sit. Ich mach mal einmal hier mal die Lupe. Au, 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 verpixelt. Nee, kann man nicht nehmen. Ja, was, machen wir was anderes. Open. Please open the door. Es öffnet nicht das, was ich manchmal klicke, ist mir aufgefallen. Hier haben wir den. Hoffentlich kann ich das so öffnen, wie ich das halt per Shotscreen abfotografiert hatte. Weil manchmal muss man halt das, was man fotografiert hatte, auch wieder per Shotscreen abfotografieren. Lupe, zack, zack. Also wir haben hier ein Auge, dann Auge, hier Nase. Ich weiß, das erkennt ihr natürlich erstmal gar nicht. Ich tue jetzt mal wieder mal auf klein machen, damit ihr die Folgen seht, wie ich das mache. Also ich habe jetzt erstmal das hier gedrückt, ne, damit ich das markieren kann. Dann gehe ich im Bereich Color, also Farben, Kurve. Machen wir dunkler. Boah, das sieht man aber richtig heftig. Ich weiß nicht mal, ob ich das abgespeichert habe, weil ich habe noch mal ein paar weitere Fotos davon gemacht gehabt und das fand ich so interessant, das Wesen, wie es mich gesehen hatte, wie ich da Pipi gemacht hatte und fotografiert habe. Der hat auch hinterher gelacht gehabt, aber die Zähne sahen ganz schlimm aus von dem. Der hatte so richtige spitzige Zähne gehabt, ne? Ja, ich bin halt so ein bisschen halt interessant, ja. Ich bin typisch Wassermann, ein bisschen mit Lilith, ne? Machen halt unmögliche Sachen, gell? Moment. Nochmal markieren. Manchmal muss man doppelt mal markieren. Das gibt es auch manchmal. Color. Diesmal halt mal mit Kontrast. Den Kontrast erheben, das ist der falsche. Ja, das ist ja doof, gell? Ich tue hier Brightness und Kontrast halt wählen und dann kommt was anderes. Echt doof. Also wollen wir mal gucken. Da sieht es nochmal richtig deutlich. Hier ein Auge, da ein Auge, hier die Nase. Jetzt gehe ich mal auf OK. Dann gehe ich nochmal auf Color. Weil das ist jetzt leichter hier mit dem. Ne? Die Frage ist halt natürlich halt auch, in welche Dimension die sich halt sich befinden. Ja, also deswegen wird es auch manchmal nicht immer einfach. Und hier hat es nämlich auch einen sehr interessanten Schädel gehabt. Sieht aber auch ganz schön böse aus. So, einmal anklicken. What can I do? Kurve, Level, Shadow, Hide. Nee, mir sagt was, ich soll mal Color nehmen. Machen mal Shadow. Nehmen wir das Gelbe. Du, der hat einen Bart? Kann das sein, dass er einen Bart hat? Er guckt aber auch so böse. Das ist die Nase hier, ne? Der hat hier so große Nasenlöcher, aber scheint wohl halt so einen interessanten Bart zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mir folgen könnt, was ich jetzt halt damit sagen möchte. Also wir haben noch diese Farbe hier, das nutzen wir jetzt mal. Und ich werde euch jetzt halt mal zeigen, was ich meine mit dem Bart. Also diesen Bart hier. Das ist auf jeden Fall männlicher Person. Gimp ist kostenlos. Das ist fast wie Photoshop, aber nicht wirklich. Also hier, wie gesagt, hier ist die Nase. Hier ist die Nasenspitze. Hier den dicke, fette Nasenloch. Hier auch so wahrscheinlich. Hier das Auge. Nummer 1 und Auge Nummer 2. Nochmal für die, die es nicht sehen können. Hier ein Auge. Da ein Auge.
Mir ist jetzt Maria, was war das denn schon wieder? Also hier nochmal ein Auge. Ein bisschen Spaß muss sein. Hier die Nasekuppe. Oder hier, ne? Ja. Hier das Stirn. Das sieht schon sehr interessant aus, muss ich echt sagen. Mal gucken, wie es mit anderen Farben aussieht. Ja, das ist genau das, was ich eigentlich nicht wirklich halt wollte. Ach, machen wir trotzdem nochmal Shadow Blue. Reset Ranges. Red. Nee, das versteckt sich dann am leichtesten. Mit Grün kommt es etwas eher schon besser durch. Interessant. Interessant. Was für schöne Augen. Und hier sieht man sogar die Augenfalten sogar inzwischen hier. Wahnsinn. Hier. Wahnsinn. Wartet mal. Also was ich meinte mit der Augenfalte ist hier 1, 2, 3. Ne? Und hier ist der Augapfel zu sehen. Aber das andere Auge hat ein Problem mit dem Augapfel. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall sieht man es jetzt richtig deutlich. Moment. Ich mache mal kleiner. Ich gehe auf Exporters. Oh, Chong. Ching Chang Chong, Chinese im Karton und einen V. Unterstrich und V für verarbeitet. So ein Endcode, also mit Unterstrich V exportieren. Und dann haben wir dann dieses entsprechende markantes Gesicht. Ne? Von am je, in der jene Nacht ist das passiert. Ja, weil. Ja, also. Nee, ja, doch, können wir schließen. Nicht ganz. Also, kleiner Fehler. Nochmal Gimp. So, open. Pictures. Paraphysik. Ja, genau, das habe ich alles ja schon vormarkiert. Aber ich glaube jetzt halt nicht, dass ich jetzt halt irgendwie das Original finden täte. Hier ist ein riesen Glasraum. Ach, dieser Virus, der ist so unerträglich. Da macht ein Computer Alarm. Wird jetzt kompliziert. Nein, es kann sein, dass ich es nicht mehr so schnell finde. Dann machen wir mal den hier. In der jene Nacht. Ja, es ist wirklich so. Wenn ihr halt nachts über besser Fotos macht, dann könnt ihr sogar halt das so besser die Individuen finden. Hoffentlich fällt jetzt mein Stativ nicht runter. Also wir sehen hier auf jeden Fall ein Gesicht, im Moment natürlich gar nicht so gut, ne? So, jetzt wollen wir einfach halt mal Color, nee, markieren. Markieren ist tausendmal besser. Einmal markieren, dann gehen wir auf Color, auf Kurve. So sieht man natürlich gar nichts, ist ja klar.
Also ein hübscher Mann war der ja nicht. Aber ja. Ja, ich bin mir nicht sicher. Nee, das ist der falsche. Na, na, ein bisschen wieder Color. Oh, wie, wo war denn da wieder? Auch der falsche. Nein, das ist der falsche. Aber auf jeden Fall, jetzt sehen wir das Auge. Auge hat eine sehr große, spitzige Nase auf jeden Fall. Und ein Bart hat es auch. Jetzt sehen wir ihn wesentlich besser. Gehen wir auf OK. Ich zoome mal auf Groß. Mal abspeichern, erstmal vorläufig exportieren. Unterstrich V. Es dauert ein bisschen, ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Na, was denn jetzt? Manchmal kann man schier verzweifeln an dem Rechner. Seht ihr? Das ist der Virus, der mir Probleme macht. Naja, ist nicht dramatisch, kann man ja noch lösen, das Problem mit dem Virus. Ich muss leider Gottes halt Werkseinstellungsumstellung machen oder wie sich das auch heißt. Hoffentlich erkennt er auch wieder dann die Lizenz von meinem Windows 10, das wäre toll. So, dann wollen wir mal wieder markieren. Und zwar den inneren Teil. Ich mag nämlich halt das Blaue nicht. Na, jetzt komm. So, ein bisschen halt wieder rein. Ich mach mal wieder mal auf Kleinzoom, damit ihr zugucken könnt. Moment. Jetzt gehe ich wieder auf Color. Das ist der falsche. Jauts. Das ist nicht der richtige. Color. Exposer. Black Lover. Na. Nein, cancel. Ach, ei, ei, ei. Brightness, Kontrast, Level. Plötzlich finde ich es nicht mit diesem Tool. Egal, machen wir jetzt mal was anderes. Da gucken wir halt mal, inwieweit. Ich möchte die Farbe verändern, auf jeden Fall. Cancel. Was haben wir denn hier? Okay, Layer. Okay. Ach man, das kann doch wohl nicht wahr sein. Red, nein.
Eine sehr interessante Gesichtsform. Blue. Grün. Nee, das verdeckt sich. Cancel. Kontrast. Hä? Oh nee. Echt, der Computer hat wieder mal eine Macke. Jetzt sieht man besser die Konturen. Irgendwie spinnt mein Computer. Der mag mich nimmer mehr. Ich will die Farbe verändern. Also nur mal von vorne. Nummer 1. Grün. Schwer zu sehen. Nie? Nein? Originaltemperatur. Das ist aber auf jeden Fall ein Verstorbener. Das sehe ich an den Augen, weil die Augen verschlossen sind. Ja, die Mama analysiert. Nee, Papa ist nicht da. Papa ist nicht da. Ah, du wirst Modedesigner. Du wirst Modedesigner. Wie bei den Eisenbahnern, die haben da halt auch nochmal so einen speziellen Bart gemacht gehabt. Ich bin jetzt ein bisschen verärgert, weil irgendwie jetzt mein Programm so nicht arbeiten möchte, wie es gerne hätte. Bisschen weniger. Ich tue es mal noch mal ein bisschen zoomen, damit ihr dann das Gesicht sehen könnt. Oh Mann, nicht einfach. Hat blonde Haare scheinbar gehabt, sehe ich. Hier sind Wirbeln zu sehen, ganz viele Wirbeln. Das Auge ist verschlossen. Hier ist eine spitzige Nase auf jeden Fall mit einem Nasenloch. Der Mann hatte auch hier einen sehr interessanten Bart gehabt, wie die Lokomotive und das gerne manchmal tragen. Hier sind die Lippen. Warum die Lippen jetzt so groß sind, kann ich jetzt mir auch nicht ganz erklären. Auf jeden Fall ist hier der Kiefer zu sehen. Das ist ein sehr schlanker Mann mit lockigen blonden Haaren. Nee, weniger. Vielleicht war er Raucher. Kann auch sein, dass er zeigen wollte, ich war jemand, der viel geraucht hat. Das kann auch sein. Oder mir ist kalt. Mit der Information. Das kann auch gut sein. Nochmal markieren. Ja, weil Tote sprechen oder Menschen informativ, was sie halt in ihrem Leben gemacht haben, wegen ihrer Identifizierung. Die Oma.
Mann. Nicht, dass ich jetzt alles verbaue. Nochmal kurz cancel, das war zu viel des Guten. Colorkurve. Was seht ihr denn überhaupt? Kamera, okay. Nee, cancel. Was sehe ich? Es ist zu sehr verpixelt. Es sind auch sehr viele Ungarn damals durch den Zweiten Weltkrieg erschossen worden von Russen und Serben. Die sind aber auch sehr schwer missbraucht worden. Also ganz schlimme Sachen habe ich ja erfahren gehabt, was die Russen damals mit den Ungarn gemacht haben. Und es sind sehr viele Ungarn blondhaarig gewesen. Auf jeden Fall seht ihr hier ein Auge. Da ein Auge. Es kann sein, dass er Brille getragen hatte, weil ich sehe nämlich halt hier wie bei einer Brille so einen Haken. Also hier ein Auge, da ein Auge. Hier die Haare von diesem Wesen. Ne? Level. Dann kann ich da jetzt halt nicht viel benutzen. Ja. Ja, du bist Modedesigner. Ich sehe schon, ja. Du siehst toll aus. Mach keinen Stress. Ja. Wobei, du bist doch ein Junge. Ja. Nein, nein, nein. Okay, cancel. Also so von ungefähr könnt ihr das machen, liebe Leute. Ja, komm jetzt, hör auf. Mama kommt jetzt auch zu dir. Gell, Mama ist fertig. Du bist süß, weißt du das? So, meine Lieben, ich mache jetzt mal Feierabend. Ich hoffe... Oh, ich habe einen Kuss bekommen von meinem Sühnchen. Oh, der ist so süß. Er ist wirklich süß. Also, der ist wirklich halt ein ganz süßer Junge, auch wenn er Autist ist. Ja, Mama kommt gleich. Und mein Jesus-Baby bist du. Also, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Und es hat auch vielleicht euch ein bisschen Spaß gemacht gehabt. Ich wollte es euch aus wissenschaftlichen Perspektive euch zeigen, dass man da halt in dem Gebiet halt auch frequenztechnisch halt auch Wesen aus den 4D-Dimensionen, 5D- oder 6D-Dimensionen halt erfassen kann. Wir hatten in dem ersten Foto einen Hund entdeckt gehabt, in einem zweiten weibliche Person, die schon halt das Mädchen halt ähnlich aussah. Für diejenigen, die das halt noch nicht so ganz verstanden haben, ich tue es nochmal halt mal kurz mal demonstrieren anhand dem Dokument, weil wir hatten ja das Foto hier ursprünglich halt analysiert gehabt als zweites. Hier an der Seite war ja diese weibliche Person zu sehen, die Ähnlichkeit mit das Mädchen hier auch hatte, weil der Kinn an sich war ähnlich. Auch die schwarze Haare und halt die Struktur der Nase und Mund, so habe ich das zumindest halt gesehen gehabt, hier an dieser entsprechenden Stelle hier oben. Und dann hatte ich halt, ja wie gesagt, hier der Hund, ne, in diesem Foto hier, wo der Dackel zu sehen war.
Jetzt sieht man noch, ne, die Augen, hier die Schnauze, interessanterweise. Und in anderen paar Fotos, wie gesagt, habt ihr da jetzt gerade auch da die anderen zwei Individuen gesehen gehabt. Ich hoffe, dass ihr einen anderen Einblick jetzt auch zu dem Thema habt, auch zum Thema das Leben nach dem Tod. Es existiert weiter, man lebt weiter, nur anders. Die Materie ist dann halt eine ganz andere Materie. Das ist halt dann nicht so, wie ihr halt in dieser 3D-Dimension eine Materie ist. In deren 4D-Dimension ist die Materie anders. Das sind andere Moleküle, sind andere Atome vorhanden, die zum Teil aber auch vereinbar sind oder gekoppelt werden können, zum Teil mit unseren Protonen und Neutronen. Aber das ist wieder sehr, sehr komplex, wenn man darüber redet. Das sind die Wissenschaftler selbst noch am Forschen. Wir reden hier über Neutrino-Atome. Die Neutrino-Atome sind die individuelle Atome, die jetzt halt irgendwie nicht wie die Neutronen und Protonen sind. Das heißt, Protonen und Neutronen können eine Art Widerstand erzeugen. Neutrinos dagegen können durch den Proton und Neutronen durchdringen. Ja, können durch die Wand gehen oder können durch die Tür gehen. Durch alles Mögliche können die gehen. Ja, deswegen nennt man auch das halt die göttliche Partikel, also in der Physik. Und rein jetzt... ich spreche jetzt halt von der wissenschaftlichen Seite her. Und man kann sehr wohl in Bezug auf das Glaube, ja, direkt mit der Physik einiges verbinden. Und ich glaube hier nicht an Märchenfiguren. Ich glaube an die wahre Tatsachen, dass man durch die Hochtechnologie bestimmte Dinge erfassen kann, die man physikalisch sich nicht erklären kann. Und ich möchte gerne in meine Beschreibung hier im YouTube-Film noch von ein paar, also von einem wichtigen Professor, den ich sehr, sehr wertschätze, noch mit beifügen, der sehr stark ähnlich in dem Sektor geforscht hatte, und zwar in der Teletransformation, ja, so, wo man da halt auch mit Verstorbenen da halt auch im Totenreich halt mit denen halt sich in Verbindung setzen kann. Man kann mit denen also auch sprechen. Es gibt in Deutschland Vereine und manche Menschen, die jetzt halt nicht loslassen können, ihre verstorbenen Mitmenschen, haben die Möglichkeit, mit diesen Vereinen sich in Kontakt zu setzen, um dann halt leichter, besser Abschied nehmen zu können von ihren verstorbenen Mitmenschen auf diese entsprechende Art und Weise mit Teleportation. Nee, nicht Teleportation, Telekommunikation. Entschuldigung, jetzt habe ich das halt verdreht gehabt. Ja, das ist der Professor Dr. Schianowski gewesen. Ja, ein hoch anerkannter Professor aus der Elektrotechnik. Also der war Elektroingenieur und hat in dem Sektor leidenschaftlich gern geforscht gehabt. Meine Lieben, ich mache jetzt mal Schluss. Also, ich wünsche euch was und ich wünsche euch auch demnächst auch einen frohen Weihnachten für 2019, und vielleicht können wir da halt auch noch mehr was erfahren in dem Gebiet. Also, ich wünsche euch was.